Als alter Webspezialist freue mich natürlich wie ein Honigkuchenpferd über die Nachricht, dass das Internet nun schon 20 Jahre auf dem Buckel hat. Ich habe so schöne Erinnerungen an das Internet, das können Sie sich kaum vorstellen. Die anderen Leute in der Redaktion von Weltkompakt haben die natürlich auch und wir haben uns mal auf die Suche nach diesen kleinen Erinnerungen begeben. Ja, eine meiner ersten Erinnerungen ans Internet ist die Homepage von Otto Versandhandel. Weil ich am Land gelebt habe, gab es da gar nichts, also auch kein H&M und so. Sah alles scheiße aus und da konnte man dann bestellen. Das war für mich Wahnsinn, dass man bei Otto im Internet bestellen konnte. Und es war nicht gut, weil da hat das angefangen mit dem Online-Shopping und es hat bis heute nicht aufgehört. Das Internet gab es bei uns eigentlich gar nicht zu Hause, sondern nur in der Bibliothek. Ich bin mit einem Kumpel jeden Tag dahin. Okay, nicht ganz jeden Tag. Für eine Mark die Stunde konnten wir dann surfen, chatten und allen anderen Kram machen. Und das war für mich schon der erste Weg von Print zu Online. Das ist so, so lange her. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Tut mir leid. Also ich bin zum ersten Mal mit dem Internet in Berührung gekommen, als ich in Mailand Au-pair war. Da habe ich nämlich E-Mails an meine Freunde zu Hause geschrieben. Und das war 2001. Meine ersten Erinnerungen im Internet haben mit Liebe zu tun, denn über E-Mail verliebte ich mich in die schöne Julia. Julia, wenn du mich jetzt irgendwo siehst, wir haben uns nie wieder gesehen. Julia, ich sag deinen Nachnamen nicht, das wäre zu öffentlich. Eine Woche lang habe ich gebastelt. Mit meinem Macintosh-Computer, mit meinem Modem und dem Programm von AOL. Dann gab mir eine Freundin den entscheidenden Tipp. Und ich werde nie vergessen, wie ich meine erste E-Mail geöffnet habe. Und dort stand, wenn du dies hier lesen kannst, dann bist du endlich drin.